Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spellforce. Das Bauwerk ist vollendet. Ich hoffe, der Ton haut einigermaßen hin. Ich habe mir meine kompletten OBS-Einstellungen zerfetzt, weil ich ein bisschen was zurückgesetzt habe beim PC, um auf C Platz zu machen. Das ist nicht weit. Da hat es leider die OBS-Einstellungen mit erwischt. Das war eigentlich nicht so geplant. Ja, jetzt ist irgendwie alles ein bisschen anders, weil ich nicht mehr weiß, wie ich OBS damals vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so eingestellt habe. Was ist euer Begehr? Ja, jetzt muss ich mal gucken dann in der Aufnahme, ob da alles noch ordentlich ist. So, was hätte ich denn jetzt hier gerne? Ich glaube, wir müssen erstmal, kann sein, dass wir erstmal vielleicht aufwerten müssen. Vielleicht, Moment. Was haben wir denn so zum Aufwerten? Können wir irgendwas überhaupt aufwerten? Oh, Titan der Elfen, Okay, hier kriegen wir ein bisschen was für die Wanderin und die Hüterin. Oh, okay, beides kann ich mir nicht leisten. Jetzt habe ich die Hüterin einmal abgedatet. Ich hoffe, das ist okay. Ich weiß noch nicht, welche Einheiten am besten sein werden. Hier auf jeden Fall möchte ich am Ende Paladine haben, das weiß ich schon. Da brauche ich noch Tempel des Lichts und die Rüstkammer. Okay, wir müssen jetzt aber erstmal schnell uns hier ein paar holen. Ich nehme mal hier die Wanderin. Ich weiß, die habe ich gerade nicht abgedatet, egal. Mein Bogen für die Rune. Wir haben Windschützen. Das ist die Frage. Druiden hätte ich gerne. Und Hüterin war das hier. Auch Nahkämpferin hätten wir denn. Ja, wäre vielleicht auch mal nicht verkehrt, ein paar Nahkämpfer schon zu haben. Könntet ihr hier vielleicht stehen bleiben? Ich habe die nicht mit Haar. Ich habe gerade ein bisschen die hin und her gehetzt hier über die Karte. Während ich die Aufnahme getestet habe. Deswegen waren die nicht mehr, standen die nicht mehr. So, was brauche ich jetzt hier? Alles schönes Tempel des Lichts, Rüstkammer. Oh, ich habe gar keine Menschen. Okay. Also keine Arbeiter. Ich kann ja aber auch nichts mehr aufwerten. Dann muss ich mir mal irgendwo Leute schnappen und ein Haupthaus, glaube ich, bauen. Die Rune ruft? Wovon seid ihr? Ihr seid Bären. Achso, ihr seid auch Elfen. Moment, hier ganz ehrlich, die Holzfäller. Komm mal kurz her. Wo haben wir es denn? Nein, nein. Alles nicht das, was ich will. Hier ist das Kleine, da ist das Mittlere. Das hätte ich nämlich gerne. Stellen wir mal dahin. Was wünscht ihr? Und nehmen einfach die Holzfäller rüber. Ich meine, wir haben die Elfenholzfällerin. Wir brauchen das hier eigentlich gar nicht mehr. Wir lassen es trotzdem noch stehen, aber ich nehme jetzt trotzdem mir die Menschen rüber. Ja, komm, ein bisschen schneller. Manchmal wünsche ich mir bei Spellforce tatsächlich Beschleunigungstasten. Das wäre super. Rückspultaste wäre auch toll. Mal schauen. Aber ich hoffe, dass jetzt tatsächlich vielleicht... Ich habe mir ein Tutorial angeguckt nochmal. Online, um OBS ordentlich einzustellen. Ist natürlich immer die Frage, ob das, was der da einstellt, für meinen PC die besten Sachen wäre. Aber ja, da ich es halt nicht besser weiß, nehme ich halt, was mir da gezeigt wird quasi. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen blöden Codec habe, glaube ich heißt das. Das weiß ich, aber gut, kann ich leider nicht ändern. Druiden, Zweihandstab, Aura der Heilung. Das ist echt nicht schlecht, ne? Dann nehme ich noch ein paar Hüterinnen, solange wir halt keine Paladine haben, dass wir einfach ein bisschen Nahkampf haben. Schnell. Oh nein, ich habe aus Versehen... Oh nein, Mist. Und die hatten gerade Aria in der Hand. Oh, ist das ärgerlich. Zu spät gesehen tatsächlich. Schade. Naja, gut. Was passiert? Oh, sind die schon... Warte mal. Ach, ihr habt gebaut. Oh, Moment. Dann könnt ihr ja hier unten bitte helfen. Die gerade nichts zu tun haben. Und los. Dann kriegen wir auch ein paar mal Männekickens und dann können wir ein paar andere Sachen bauen. Schießstand. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Schützen überhaupt von dem... Ja, das war wieder Quatsch, ne? Ich will gar keine männlichen Schützen. Wir haben ja die weiblichen Schützinnen. Das war Quatsch. Glaube ich. Das hätte ich nicht machen sollen. Naja, gut. Kampffähigkeit. Pfeile verursachen mehr Schaden. Wanderen. Langbogen. Kann ich hier noch irgendetwas... Warte mal, wo war es denn gerade? Die Verbesserung, die wir noch hatten hier? Nee? Hier, das da. Da brauche ich noch eine Lenya 300. Okay, da müssen wir nochmal kurz warten, leider. Das habe ich noch nicht zur Verfügung. Und hier unten, ist es fertig? Nee, okay. Ich dachte gerade vom Geräusch her, dass das fertig wäre. Na gut, dann nicht. Ich trinke mal einen Schluck. Gebäude wurde errichtet. Sehr gut. Herr der Rune? Leider reicht uns das Futter nicht. Könnten wir ein Nahrungslager hier? Das hatte ich schon versucht und das ging ja wegen dem Bäumchen nicht. Stimmt. Die sollten ja eigentlich da abbauen, aber irgendwie machen die das nicht so richtig, wo ich die hingeschickt hatte. Bisschen ärgerlich. Herr der Rune? Ja?
Er sollte ja eigentlich genau diesen Baum hier nehmen. Aber irgendwie okay. Brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr drauf hoffen. Zu Diensten. Ja, passt hier leider keins hin. Hier habe ich noch die Getreidefarm, da passt es auch nicht hin. Ja, das Gelände ist zu klein, alles. Gut, müssen wir leider drauf verzichten. Das große Haupthaus können wir noch machen. Ich hoffe auch, dass es jetzt nicht ruckelt oder so. Falls es hier ruckelt, ja, dann müssen wir es leider... Schon ist dann leider so. Ich muss nachher noch gucken. Also in der Testaufnahme hat alles ganz gut funktioniert. Aber es ist natürlich immer, wenn man spielt und dann vielleicht auch nochmal Sachen nachgerendert werden müssen oder... ja, nachgefriemelt hier werden müssen, dann kann es natürlich sein, gerade bei Angriffen oder so, dass nochmal, ja, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr braucht. Die Eismagier können wir auch noch verbessern und Ruinen und Heiler, okay. Das wäre natürlich auch schön, da bräuchte ich aber 500 Lenya schon. Wie sieht es denn aus hier? Ich könnte noch eine Lenya-Hütte hinbauen, das war doch ein bisschen verteilt, ne? Wo waren das? Hier oben irgendwo? Moment. Hier ist es rum verteilt um den See und hier unten steht die Hütte. Ja, das nehmen die nicht mit, ne? Habe ich so das Gefühl. Gut, ganz ehrlich. Dann, wo haben wir sie? Nein. Nein. Hä, wo ist es denn? Bin ich gerade... Ach, hier. Oh Gott, genau das letzte Gebäude, was ich nicht gesehen habe. So, dann könnt ihr hier auch noch mit abbauen. 6 Leute sollten reichen, um die kleine Hütte aufzubauen. Okay. So, wie sieht es jetzt hier aus? Also auf jeden Fall, Verteidigung läuft gut, ne? Das sehen wir, das funktioniert. Also wir müssen jetzt gerade, brauchen wir keine Angst haben, dass wir hier umgehauen werden. Zumindest jetzt noch nicht. Wahrscheinlich kommen da noch, die werden wahrscheinlich größer, die Truppen. Ja, ne, obwohl, sieht noch gleich aus. Noch sieht's okay aus. Noch kann ich das alles verkraften, denke ich. So. Kann man die Gebäude irgendwie einfacher eigentlich durchschalten? Muss ich die immer auf der Karte suchen? Das ist ein bisschen ätzend. Holzfällerhütte müssen wir gerade nicht voll besetzen eigentlich. Ach komm. Schon dabei. Wir könnten eigentlich die Männchen sparen, aber andererseits haben wir gerade genug. Ja, das funktioniert. Das ist okay, das ist sicher hier. So, wie viel Lenya? 100 nur. Okay, die Lenya-Produktion ist wirklich ein bisschen erbärmlich. Machen wir noch ein paar Druiden für die Aura der Heilung, dass wir ein bisschen mehr haben, falls die sterben. Dann vielleicht die Wanderin. Eismagier mache ich halt noch nicht, weil wir halt die noch nicht geupdatet haben. Da würde ich jetzt tatsächlich auf die 500 Lenya warten. Mal schauen. Was ist so, was macht ihr eigentlich? Können wir hier noch irgendwas Schönes bauen? Bogentürme, na gut. Nö. Sehe ich jetzt nicht. Nee. Wir haben tatsächlich alles gebaut, was geht. Okay. Da kann ich tatsächlich nichts mehr machen. Was wir halt noch... Na gut, Jagdhaus, wie gesagt, ist idiotisch. Hier ist kein Tier. Bärensammler sind schon beschäftigt. Ja, ich habe tatsächlich nichts, was die machen könnten. Ein bisschen traurig. Okay, hier fängt es jetzt an mit dem Lenya. Das ist gut. Die Zwerge lassen wir, wie gesagt. Die mache ich gar nicht erst. Mir wurde zumindest gesagt, dass es idiotisch ist. Und daran halte ich mich jetzt auch. Und ich finde auch, wir laufen tatsächlich diesmal deutlich besser, als wo wir die 3 Monumente aufgestellt hatten. Muss man ehrlich sagen, es läuft deutlich besser jetzt. Die Wanderer. Ja, wir könnten die auch updaten, wenn wir 300 haben. Wenn wir die denn überhaupt wollen. Wann kann ich den denn eigentlich machen? Jetzt schon, wenn ich 300 habe? Oh. Dann würde ich erstmal hier tatsächlich sogar gucken, ob wir den Titan machen. Der wäre mir dann sogar noch lieber. Dann können wir noch ein paar Menschen machen. Die Rüstkammer brauchen wir auch noch. Dann fangen wir mal hier weiter an zu bauen. Da ist die Rüstkammer. Oh, da ist Platz, komm. Hauen wir da jetzt einfach hin. Kann ich noch irgendetwas Sinnvolles bauen? Die Akademie für Hypnotisten und Mentalisten. Und die weiße Hand. Achso, die heilt alle automatisch. Alle verwundeten im Umkreis. Oh, ja, können wir hier eine hinstellen, ne? Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So. Ja, ich weiß nicht. Magiefähige Einheit. Na komm, wir können ja den noch aufstellen und dann gucken wir uns das mal an, was es da Schönes gibt. Aber ich glaube fast, dass ich sonst gar keine weiteren Einheiten will. Ich glaube, hier würde ich bei den Elfen die magischen und die Fernkämpfer nehmen und von den Menschen wirklich nur die Nahkämpfer. So wäre jetzt meine Taktik gewesen. Vielleicht ist die auch völliger Quatsch, aber irgendwie klingt das in meinem Kopf ganz gut. In der Praxis kann das natürlich auch wieder ganz anders aussehen.
Auf jeden Fall möchte ich hier gern so einen Titan haben, tatsächlich. Wenn wir bei 300... Wir sind bei 300. Erstmal mache ich das hier, tatsächlich. Und jetzt so... Komm, wir holen uns einen Titan. Ich möchte unbedingt einen Titan haben. Vielleicht wäre es klüger gewesen, erstmal die kleinen Einheiten zu updaten. Aber ich möchte den jetzt mal sehen. Ich glaube, wir haben den Elfen-Titan noch nie gesehen, oder? Denke ich zumindest. Das wird eine Weile dauern. Den sehen wir nicht gleich. Was wünscht ihr? Da warten wir jetzt einfach mal. So, die wird auch gebaut. Wunderbar. Wie sieht's denn mit Update aus? Wo ist nochmal das große Häuschen hin? Hier irgendwo rechts, ne? Da. Da brauchen wir wie viel? 1500 Nahrung. Okay, wir sind echt nicht gut in der Nahrungsproduktion, muss man ehrlich sagen. Aber es gibt ja auch nichts. Also ich habe kaum Platz und Mondsilber brauchen wir nicht, glaube ich. Können wir auch, glaube ich, gar nicht abbauen. Das waren ja... Ist das nicht eigentlich sogar nur mit Dunkelelfen? Ich weiß gar nicht, ob Zwerge das auch abbauen könnten. Bin ich mir gerade nicht sicher. Oh, wir haben schon 31 Einheiten. Okay, also bald, würde ich sagen, können wir dann auch mal einen Ansturm wagen. Ich war jetzt noch sehr zurückhaltend, aber ich denke, wenn wir die Einheiten einmal voll haben, können wir auch mal losstapfen. Wir haben Paladine. Okay, los. Wir machen jetzt Paladine und wenn wir ein paar hier stehen haben, dann werden wir mal los. Wenn ich ein paar Nahkämpfer habe, die uns verteidigen können. So, wir haben jetzt hier sogar eine weiße Hand. Das ist super. Dann werden wir hier auch automatisch geheilt sogar. Ja, das ist doch toll. Die können wir ja immer wieder aufbauen, ne? Ich weiß nicht, wie groß der Radius ist, aber auf jeden Fall ziemlich cool. Und wenn ich dann noch meinen Titan habe, bin ich endlos glücklich. Und wann ist er dann fertig? Gleich, tatsächlich. Und wenn wir nochmal 300 haben, können wir ihn auch wieder upgraden. Wobei ich vielleicht erst das Update unserer normalen Einheiten machen würde, obwohl wir da ein bisschen gezielt machen müssen. Also dann vielleicht wirklich die... Ja, die hier, wo wir die Heilerin und so auch mit updaten. Das würde ich gerne machen für 500 Lenya. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Lenya durch den zweiten Sammler. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Vielleicht auch bevor wir losrennen. Uns eine neue Fee. Ach, das ist ein End. Ah, okay. Wir kriegen ein End. Dann haben wir vielleicht doch schon gesehen. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir schon mal ein End hatten. Okay, cool. Ja, den Menschen-Titan, den Greif. Das war der Greif, ne? Bei den Menschen. Den hätte ich echt gerne. Boah, wie gerne ich so einen Greifen hätte. Boah. Akademie lasse ich mal eben dahingestellt. Hier ist das mittlere. Wo haben wir denn Großes gebaut? Weiß ich gar nicht. Wo steht denn das? Sowas würde ich echt gerne gucken, tatsächlich. Das ist so ein bisschen... Hä, haben wir überhaupt? Wir haben doch kein Großes. Wir haben doch gerade eben das mittlere gebaut. Wir haben doch gar kein Großes gebaut, oder? Warum steht denn da... Achso. Und wir können tatsächlich einen Titan machen für Aria diesmal. Das braucht ja... Oh, und das haben wir auch. Wir können den dann auch direkt upgraden. Na wunderbar. Mensch, das läuft ja. Das läuft doch gut. Auf mein Zeichen. Ich weiß nicht, ob ich den Baum da jetzt losrennen lassen möchte. Auf mein Kommando. Schnell. Oh, das sind jetzt schon mehr, ne? Oh je. Okay, ich sehe es gerade. Das sind jetzt schon deutlich mehr als vorher. Bäumchen vielleicht auch mal nach vorne. Aber wir kriegen es hin. Also sogar die Schrecken halten die noch ab. Die kommen noch nicht mal an unsere Leute ran, tatsächlich, glaube ich. Ich glaube zumindest, wir haben keinen verloren. Nee, ist immer noch 34, glaube ich. War es vorher schon einmal markiert? Ich weiß es nicht. Bereit. Sofort. Sieht aber eigentlich gut aus. Ich sehe jetzt hier auch keine Leiche von uns rumliegen. Müsste gehen. Ist nur die Frage, ob wir vielleicht zur Sicherheit nochmal Türmchen aufbauen. Was uns natürlich aber wieder... ziemlich viel Lenya kostet. Wir könnten halt normale Bogentürme machen, die finde ich aber sinnlos bei denen. Hier. 35, 36. Ja, jetzt kommen bereit. Die ganzen Paladine. Oh, ist wunderbar. Und dann können wir endlich los. Weil ich gar nicht weiß, unsere Paladine sind wahrscheinlich auch nicht aufgewertet, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir die irgendwo aufwerten können. Ich hasse dieses Rumgeklicke, wirklich. Ich hasse es sehr. Aber irgendwie, ich habe es nie gelernt, bei dem Spiel mal einfach ordentlich zu bauen. Also so, dass ich einfach mal finde, was ich suche. Es tut mir leid. Das werde ich auch nicht mehr hinkriegen vor Spielschluss, glaube ich. Das mache ich dann, wenn ich mal irgendwann in 5 Jahren oder 10 mal wieder für mich das erste Spellforce spiele. Da habe ich dann sicher aus meinen ganzen Fehlern aus dieser ersten Runde hier gelernt. Und werde es ordentlich nochmal machen. Aber ich denke, da werde ich ein paar Jahre brauchen, bis ich das mal wieder spielen werde. Ist auch, ich habe echt, in vielen Kommentaren wurde gesagt, dass manche das Spiel schon zig Millionen Mal gespielt haben quasi. Also schon wirklich oft. Und ich
Ich weiß nicht, also so oft werde ich es wahrscheinlich in meinem Leben nicht spielen. Es gibt ja auch noch Spellforce, die ganzen DLC-Erweiterungen da und Spellforce 2 und 3. Das wird sowieso eine Weile dauern, bis ich das mal alles geschafft habe, überhaupt einmal zu spielen. Aber ich kann es, glaube ich, ich kann es nachvollziehen. Wenn man das hier wirklich das allererste Mal, wo es rauskam, habe ich ja eigentlich, ich habe es ja tatsächlich das allererste Mal gespielt, wo es rauskam, habe es dann nur halt irgendwie nach 2 Karten abgebrochen. Weil, ja, damals war ich nicht sehr geduldig und konsequent tatsächlich und habe mir viele, viele Spiele gekauft oder schenken lassen von meinen Eltern. Und dann nie irgendwas durchgespielt und wieder, ja, alles neu angefangen. Es gab wenig Spiele, wie zum Beispiel Spyro oder die Siedlerreihe oder Anno, die ich tatsächlich lange gespielt habe. Bei allem anderen war ich eher so ein bisschen, ja, faul. So, den hier machen wir sofort. Jetzt ist die Frage, wir haben was? 440 Aria. Wo haben wir es hier? Was irgendeins? Das da? Nee. Haben wir das schon gemacht? Ah ja, okay. Das hier möchte ich jetzt gerne haben. Ja, denke ich. Aber das Upgrade von dem Titan, also bei den Einheiten ist es ja immer, dass es erst für die Einheiten geht, die dann danach gebaut werden. Aber bei dem Titan, der muss jetzt nicht sterben, damit er das Upgrade hat, oder? Der müsste das doch jetzt gleich haben. Die können ja nicht erwarten, dass der Titan einmal stirbt. Hoffe ich zumindest nicht. Oh, wir sind echt gut hier, ne? Wir haben eine gute Linie hier. So, können jetzt bitte mal die 20 dazukommen? Ich möchte es jetzt nicht wieder wegschalten und neu suchen müssen. Das wäre echt ärgerlich. Na komm, gib mir 20 Lenya. Das kann doch nicht wahr sein. Da muss ja nur einer einmal hinlaufen und es abgeben. Perfekt hier. Sobald ich das abgedatet habe, würde ich tatsächlich einmal losstapfen. Denke ich. Ich glaube, wir sind... Ich will auch sehen, wo es hingeht überhaupt. Wir haben noch nichts gesehen hier. Ich möchte echt gerne sehen, wo die Reise hingeht. Oh, echt? 490? Oh Mann, ey. Leute. Meine Oma sammelt schneller Lenya als ihr. Ja, das ist... das beruht auf Fakten. Ich habe es tatsächlich beobachtet. So. Jetzt gucken wir mal. Ich kann auch keine Einheiten gerade machen momentan. Wir sind voll. Wir haben auch nicht genug Nahrung für neue Updates. Dann würde ich sagen, mit den 43 Leuten... 43? Achso, wegen den Titanen und so. Okay. So, wir machen ein... Wir speichern. Und jetzt würde ich mal... Wir haben noch 3 Minuten. Da können wir noch mal kurz hier wenigstens einmal gucken. Was ist denn hier? Was warum... Okay, da komme ich aber nicht hin. Wir müssen schon hier lang. Hier sind noch... Steine, gut, Steine ist jetzt nicht so wichtig. Oh Gott, ich sehe schon. Ja. Ja, wird böse. Ah, ich überlege. Wir könnten hier Türmchen bauen. Wir könnten hier Türme bauen und die tatsächlich reinziehen. Oh Gott, diese riesen Titanen hier. Okay, der andere ist eigentlich relativ klein, aber der hier, Und dann machen wir einfach. Ich probiere was. Ich ziehe die. Oh, kommt da gerade tatsächlich eine Spawn... Oh. Ich glaube, das war eine Spawn-Truppe, ne? Das war jetzt nicht einfach, dass die jetzt kam. Achso, das ist Quatsch. Das war nur für mich selbst, oder? Ich bin mir nicht sicher. So, jetzt stellt sich nämlich die Frage, ob es jetzt in der Aufnahme ruckeln wird oder nicht. Das kann ich natürlich jetzt erst danach sehen, ob dafür die Einstellungen jetzt gut sind. Es sind doch nicht viele. Komm, Leute. Habt euch mal nicht so. Oh, sehr schön hier mit den ganzen Bogenschützen. Aber stehen die nicht ein bisschen weit weg? Kommt mal vielleicht ein bisschen näher. Okay, es sind tatsächlich noch keine gestorben. Sind wir so gut aufgestellt? Wow. Das scheint gut zu klappen. Wir scheinen sehr gute Heilung zu haben. Durch unsere Heilerin. Na, wunderbar. Folgt mir. Warte mal, wir machen das. Vorwärts. Oh. Folgt mir. Aber ich will nicht gleich zu viele pullen, deswegen ich würde schon gerne noch mal ein kleines Stückchen zurück. Die da oben will ich nämlich nicht gleich mit haben. Oh, was hab ich denn da? Ah, okay. Das kommt nicht von mir. Wir sind in Gefahr. Wir sind nicht in Gefahr. Mensch, die übertreiben immer so. Oh, ein Viech ist... Oh, okay. Kein Mana, ja. Und sterben gerade die Viecher weg wegen der Aura. Die Schrecken hätte ich eigentlich schon gern dabei. Die sind echt nicht schlecht. Nee, jetzt stimmt nicht gleich so los, Leute. Wir machen das ganz in Ruhe hier. Ich weiß, Spawnpunkte und so, aber hier sind ganz schön viele Viecher. Okay, das ist aber Kleinscheiße. Oh, die muss aber nah ran.
Oh, da links sind auch noch. Okay. Na, sind schon nicht wenig. Wehrt euch, Schwestern. Sollten wir hier vielleicht gleich den Spawnpunkt zerstören? Schaffen wir das? Schütze uns. Sie kreisen uns ein. Okay, ich muss ein bisschen den Blick auf Lenf hier halten. Vorsicht, sie sind naja, gut, die würden nicht mehr ankommen hier, die Einheit. Aber die sterben auch gar nicht so wirklich. Also wir sind echt... Wir sind gut aufgestellt, glaube ich, mit den Heilern und so. Ich glaube, so ziemlich die richtige Menge von Heilern und Angriffseinheiten. Obwohl, jetzt geht's langsam. Ah, doch, das war jetzt ein bisschen heiter. Da kamen aber gerade auch ein paar mehr. Jetzt verlieren wir tatsächlich auch mal ein paar Einheiten. Wir können die nachkommen lassen, theoretisch. Schauen wir mal, ob die rechtzeitig ankommen. Jetzt geht's wieder. Ja. Die Titanen. Klingt schon cool. Wenn die was Vorsicht, sagen, ist schon ziemlich cool. So, jetzt kommen hier natürlich auch ein paar nach. Da müssen wir uns gleich mal kümmern. Okay, erster Spawnpunkt ist, glaube ich, weg. Wenn ich das hier richtig qualmen sehe. Ja, wunderbar. Der ist auch gleich Geschichte. Ja, wir haben es. Ja, das war's. Wunderbar, das ging besser, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, dass wir beim ersten Versuch draufgehen, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir machen hier so einen kleinen Test ran und gucken wir mal, wie viele überleben quasi. Wir sind bereit. Wenn der Adler bereit in der Luft. Na gut, hier ist nicht mehr viel zu holen. Ne? In der Luft. Wieso kann ich das nicht aufmachen? Achso, weil hier immer noch Viecher nachspawnen. Wir müssen gleich mal hier alles einsammeln. Oh Gott, hier ist ja... So, wir haben's. Das... War's. Sturmbrecher. Schick, schick. Und los. Wo habe ich denn die neuen Truppen? Die sind noch nicht da, ne? So, wir sammeln mal ein. Aber wie cool. Das lief viel besser als gedacht. Wirklich. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Also wirklich nicht. Ihr merkt's. Ich bin überrascht. Sehr überrascht. Mir nach. Das sind alles die gleichen Schilde. Okay, war also nichts Besonderes. Aha. Nochmal ein Schlüssel. Mir nach. Nicht gerne mit. Ist nur die Frage, wo geht's denn jetzt weiter hier? Ist hier irgendwo ein Weg? Ich sehe gar keinen. Hä? Hier ist Gebirge. Gebirge. Wo geht es lang? Hier unten? Ah, hier. Sofort. Okay, dann ist tatsächlich, dann kommen wir jetzt auch direkt zur nächsten Ebene, ne? Okay. Ist jetzt nur die Frage. Da müssten wir uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen sammeln. Marschbefehl. Ja. Na gut, brauche ich jetzt gar nicht unbedingt. So, dann gucken wir jetzt nochmal einmal durch. Haben wir in der Zeit irgendwas gewonnen hier? Können wir irgendwas aufrüsten, machen? Wann wäre das? 1500 haben wir nicht. Ja, dann können wir leider auch noch nicht mehr Krieger machen. Oh. Oh, für Paladine. Na, perfekt. Ja, das lief super. Ich muss mal gucken. Warte mal, unsere Truppe. Wie sieht's denn mit... Okay. Die brauchen wir nicht mehr, glaube ich. Das sind die einfachen, ne? Was ist denn hier? Oh Gott, ich erkenne die vom Bild leider nicht. Und leider steht nicht da, was es ist. Das ist immer ein bisschen doof. Also gucke ich mal kurz. Das war... Ach, das sind die Heilerinnen. Oh, dann brauchen wir wieder welche. Okay. Dann brauche ich da auf jeden Fall nochmal was. Jetzt ist es blöde. Mist, wir haben nur eine Heilerin. Das gefällt mir nicht. Befehlt. Das ist richtig doof. Los, die sind Schwester. Wahrscheinlich gestorben, wa? Die werden keinen Mana gehabt haben und sind dann wahrscheinlich reingerannt in den Kampf oder so. Okay, das ist schlecht. Ich vergesse jedes Mal. Es wird mir immer wieder gesagt, wie man Einheiten löscht und dann vergesse ich es immer wieder. Aber gut, es werden ja wieder welche sterben. Also ich mache mal, dass hier neue Einheiten hinkommen. So, und dann holen wir einfach Heilerinnen nach. Ist natürlich doof. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt einfach schon eine Riege Heilerin hätten. Dann würde wahrscheinlich auch niemand sterben. Ich wüsste aber auch gar nicht. Ich müsste, ja, Windschützen wahrscheinlich töten ansonsten. Warte mal, sehe ich das hier irgendwie einzeln? Nee, ne? Nee, kann man auch nicht raten. Also keine Ahnung. Na gut, Leute. Dann werden wir einfach darauf achten, dass die verrecken und dann holen wir uns Heiler nach. Du kommst bitte auch noch mit runter. Ich habe auch gerade keine herstellen lassen, ne? Als letztes, glaube nicht. Na gut, Leute. Dann schön, dass ihr dabei wart. Das war eine erfolgreiche Folge tatsächlich. Viel erfolgreicher als gedacht. Und ja, dann, wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.